Hallihallo Leute. Heute ist Sonntag, habe ich gerade eben erfahren. Und deshalb würde ich sagen, eine sonntägliche Folge von Stardew Valley. Hallo, zusammen mit... Suki. Ja, genau. Hi. Oh Gott. Oh, es regnet, die Erde wird nass. Ja. Oh, es gibt Unwetter anscheinend. Und Vardag ist auch hier. Und Vardag ist auch hier. Suki, es wäre dein Job gewesen, ihn anzukündigen, ist auch nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm, das ist okay. Die Leute wissen ja, dass ich hier bin und dass sie mich nicht loswerden, das ist okay. Es tut mir leid. Also, wir sind alle da. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Heute hat Kent Geburtstag. Na Mensch. Und ich gehe erstmal Hartholz holen. Um noch weiter meinen Sammelskill aufzuleveln. Brauchen wir Wolle für irgendwas? Weil ich habe gerade die erste Wolle gekriegt. Ich glaube nicht. Du hast die UI-Infomod? Ja. Dann zeigt er dir beim Drüberfahren, ob wir das für irgendeinen Bundle noch brauchen. Wir kriegen 340 Geld dafür. Aufheben, wir können es, glaube ich, zu später, wenn wir ein Spinnrad haben, zu Faserspinnen. Das ist auf jeden Fall wertvoller. Kannst du schon Spinnrad bauen? Also du sicherlich. Na klar. Ich noch nicht. Das müsste beim... Das ist bei Farming drin. Beim Farming drin? Achso, du hast ja noch gar nicht viel Farming, ne? Naja. Welches Level? 6. Aber ich glaube, Spinnräder sind ziemlich weit hinten. Das Spinnräder und Trüffelöl ist ziemlich weit hinten. Ich habe darüber irgendwann mal ein Video gemacht. Ja, solltest du eigentlich wissen, ne? Ich habe dazu bestimmt noch irgendwo meine Spickzettel hier. Ja, aber ich sollte Level 7 auf jeden Fall erreichen, wenn die nächste Ernte soweit ist. Locker. Naja, die Ernten sind ja... Erstmal kommen ja nur Parsnip-Ernte. Ach so, stimmt. Wir haben am Anfang nur relativ wenig. Stimmt. Parsnip und Knoblauch. Ne, Knoblauch braucht ein bisschen länger, glaube ich. 4 Tage. Ja, aber der Knoblauch... Wo hast du den angepflanzt? Der braucht noch 2 Tage und Parsnip 1 Tag. Weil du sie später angepflanzt hast. Ach so, die habe ich da. Hä? Ach stimmt, weil ich den Knoblauch erst am 2. Tag bekommen habe, weil wir am 1. Tag nicht einkaufen waren. Ja. So. Was sagt mein Glück? You're not feeling lucky at all today. Okay, ab in die Mine. Was soll schon schief gehen? So fangen die besten Geschichten an. Ich würde ja sagen, ich gehe Gold holen, aber wir haben Gold. Ohne Ende. Ich gehe mehr Gold holen. Regnet es heute nur oder gewittert es auch? Gewitter wäre schön. Ich glaube, das war ein Zeichen für, dass es nur regnet, weil es kam kein Donner. Ich habe keine Ahnung. Es sollte irgendwas geben, was den Erfahrung, was die Erfahrungspunkte boostet zeitlich. Und dann? Na, dann kriegst du in dem Zeitraum mehr Erfahrungspunkte. Du könntest ja Glückseimer in Nähe essen. Ja, wahrscheinlich. Boah, das wäre schon ziemlich cool, doppelter Erfahrungspunkt oder so. Jetzt kriegst du mal irgendein Event dann. Die Glückswoche oder so. Holz und Sepp und Sepp und Holz und Holz und Sepp und Sepp und Holz. Und Suki macht schon wieder Geld? Ja. Suki ist fleißig. Ja. Ich brauche nur einen Köder. Köder haben wir noch in irgendeiner Kiste liegen. Ich glaube in der Fischkiste. 100 noch was. Suki wird Mitarbeiterin des Monats. Verdammt! Da hing normalerweise mein Bild. Oh, bei Mitarbeiterin des Monats? Ja. Ja. Schön, dass das Eis ist. Du weißt, dass du dich immer auf mich verlassen kannst. Und vor allen Dingen bei sowas. Yay, Wildermeer rette ich.
Moment, Suki, hast du schon den zweiten Rüstzeug? Ja. Wow. Ist irgendwie witzig, also, dass du noch keinen hast. Also ich habe noch nicht komplett ausgebaut, ich bin die zweite Stufe. Was ich nicht ganz verstehe, so. am ersten haben wir unsere Diamanten reingesetzt, ne? Ja. Und warum? Heute am vierten ist er schon fertig, obwohl er normalerweise knapp 5 Tage braucht. Keine Ahnung. Also entweder die haben das geändert oder das buggt im Multiplayer. Ich hatte das Gefühl, dass man mehr, dass es schneller geht. Ja eben, aber eigentlich sollte ich in einem Spielstand auch gehabt, aber. Ja, aber nur Multiplayer, ne? Ich weiß nicht, ich spiele nicht mehr Singleplayer groß. Tja. Warum sollte ich? Weiß nicht. Die Erdbeere sind in 5 Tagen das erste Mal reif. Kartoffeln in 3, Grünkohl in 3. Bohnen erst später, Kaffeebohnen in 7, Blumenkohl in 9. Ja, ich hab schon geguckt, ich hab da schon einen Blick. Uralte Frucht in 25 und in 4 Tagen ist der Blue Jazz fertig. Das heißt, wir werden noch einmal Wildhonig bekommen, bevor wir dann Blue Jazz Honey bekommen. So. Braucht jemand noch einen Glowring? Nee. Nee. Okay. Ich nehme ihn trotzdem erstmal mit. Was kann man verkaufen? Ja, ich werde mal das ganze Zeug von da oben verkaufen. Die Schwerter und so. So. Haben wir eigentlich genug Steine? Wir haben ziemlich viel Steine. Ich glaube 2 oder 3 Stacks. Okay, dann brauche ich nicht die großen Steine mehr kaputt machen hier. Immer mitnehmen, weil damit kommen wir in den Dings auch weiter runter. Es ist aber schon ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Cheating, wenn man den Fahrstuhl hat und die Treppen benutzt. Der Fahrstuhl ist Cheating, ja, das stimmt. Aber nicht die Treppen. Du hast ihn auch nur nicht, weil du es gerade noch installiert hast. Nee, ich hatte sie schon länger deinstalliert. Weil ich einfach nicht so ein Cheater bin wie du. Ich meine, die Höhle ist sowieso bei uns eher optional. Das denkst du? Was denkst du, wie viel Gold wir haben werden, wenn ich den Fahrstuhl wieder aktiviert habe? Du meinst Iridium. Ja, ja, und daraus kann man Gold machen. Wow. Wow. Was denn? Ich hatte früher nie genug Gold und habe immer aus dem ganzen Iridium Gold gemacht. Warum zur Hölle sollte ich Gold farmen gehen? Moment mal kurz, wenn ich den Slime-Charmer-Ring freigeschalten habe, dann kann ich dir doch den Slime-Charmer-Ring jederzeit kaufen, oder? Ich glaube ja. Das heißt, wir müssen nicht alle jeder 1000 Slime killen. Nein. Also, wenn wir halt die Monster Eradication Goals haben wollen, dann ja, aber ansonsten reicht es, wenn einer macht, ja. Müssen wir gleich mal gucken, wer am nächsten dran ist, ne? Warum setzen wir das und der, an? Und der Award für die meisten killten Slimes geht an. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich hacke auch noch nicht. Holz und dann ich und mein Holz noch. Ich bin noch in der Mine, alles gut. Bis 22 Uhr haben wir Zeit, hat die Gilde offen, oder? Ja. Okay. Ja, müsste. Ich genieße das gerade, dass die ganzen Fässer und Minecarts alle resettet werden hier. Ja. So, jetzt wächst langsam hier oben meine kleine Baumfarm. Ich hatte das auf meinem privaten Spielstand so gemacht, dass ich tatsächlich oben bei den bei den Schienen das ganze Gitter schon vorgelegt habe mit Wegen, wo ich halt Sachen reinpflanze und wo nicht. Und dadurch brauchte ich halt wirklich nur mit der Hacke durchgehen, mit der besten, und dann einfach gedrückt halten, konnte alles so hinpflanzen, wie ich es haben wollte. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, wie viel Schleim es ist schon. 318 erst. Nur die Höhleninsekten habe ich bisher fertig.
finde es gut, dass auf der zweiten Seite nur steht, hol dir die Belohnung bei Gil ab. Mehr nicht. Dafür brauchen sie eine zweite Seite. Ernst also im Englischen gibt es auf der zweiten Seite auch noch was. Also da sind noch... Ja, die Dust Sprites, also die Staubgeister sind da drüben, glaube ich. Ja. Ich gehe auch mal schauen, wie viel ich gekillt habe. Hilf uns, das Tal sicherer zu machen. Weißt du, das Tal ist sicher, die sind nur in den Höhlen. Ich habe dich gesehen. Was? Ja, alles gut, ich wollte mich nicht verstecken. Sagt er jetzt. Ich habe gekillt. 250 Slimes, genau. Läuft bei dir. 0 von 30, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe die Gegner noch nicht mal gesehen. Ich überlege gerade, was das sind. Wahrscheinlich Skelette oder sowas. Das kann sein. Dass ich einfach, das ist die. Nee, ich glaube, 30 sind die Bodler. Wir haben übrigens. Ja, stimmt. Du hast zuerst einen Termin und ich bin halt einfach ein Stück runtergefahren, dir gefolgt. Ja. Ich werde die ersten, die Kupferebenen sowieso übersprungen haben. So, wir haben übrigens fast 4 Stacks mit. Na, wie heißt das? Mit Steinen. Ah ja. Es ist übrigens besser, sich die Steine mitzunehmen, als sich vorher schon Treppen zu machen, weil Treppen sich nicht stacken. Ich bin heute mal als erstes im Bett. Ja. Tja. Das ist schön. Ich muss erstmal noch aufräumen hier. Das kommt da rein. Das muss da rein und das muss da rein. Das kommt da rein. Muss das da rein? Und den Glowring, der kommt zu den Waffen. Wo sind die Waffen gewesen? Oben beim Verkaufszeug. Ja, bei dem, hey, nimm das mit, damit es weg ist. Genau, da habe ich gerade heute alles weggebracht. Warum hast du warst doch in der Gilde. Ja. Warum hast du den Glowring nicht verkauft? Weil das deine Aufgabe ist? Keine Ahnung. Oh, Murphy. Boah, Murphy. Eben. Dann kann sie sich hier nicht anschleichen, das Bett. Hier ist man ja vorbei, doch gut. Ja, warum sollte man sich auch ins Bett anschleichen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Freundin schon schläft. Wenn man sie nicht wecken will. Dude! Entschuldigung, Schatz, ich wollte mich nur langsam leicht reinlegen. So, wer schläft noch nicht? So, wir schlafen alle schon. Ich wollte nur mal ein bisschen länger schlafen, ja? Kükerikü! Die Holdmarie ist wieder hier! Oh, nach Wetter gucken. Sonnig! Klar und sonnig. Na klar wird's sonnig. Aber es ist schon schön, im zweiten Jahr schon so eine Riesenfarm ohne was bewässern zu müssen. So, wie gehen wir jetzt voran? Holst du neue Seeds oder sollen wir das einfach lassen erstmal? Wir könnten das, was heute halt geerntet wird, auch gleich bei Pierre verkaufen und dann neu rein als Seeds. Ich meine, das Geld haben wir ja. Genau, ich könnte, aber das ist eigentlich zu teuer, könnte ich einen... seltene Saat. Die nehme ich mit. Nimmst ein? Eine Batterie, dann haben wir alles voll. Aber das ist billiger als ein Dings zu kaufen. Ja, ich nehme die Batterie mit. So. Jetzt kannst du die Sachen ernten, die heute reif sind, direkt bei ihm verkaufen. Vielleicht muss man gucken, je nachdem wie viel Blutqualität ist, vielleicht ein paar in die Kiste packen. Wie viel Pastinaken wir haben. Und dann kannst du entweder Pastinaken oder... Muss mal gucken, ob Knoblauch mehr bringt vom Gewinn her. Ich ernte erstmal. Ja. Ich hebe immer die Normalqualität manchmal noch auf, weil die kann man, wenn man später Essen kochen will, noch nutzen. Level up! Ich hab doch gesagt, du kommst auf Level 7. Was? Die Normalqualität lasse ich hier, hast du jetzt gesagt. Ja, je nachdem wie viel das sind, kannst du die Hälfte davon auch verkaufen oder so, aber... Das hast du hier. Auf jeden Fall solltest du die bessere Qualität verkaufen, weil die sollten alleine genug Geld geben, um die Anzahl Seeds nochmal neu zu kaufen. Ich habe nicht gezählt, wie viel das sind. So, ja. Nee. 45 Pastinaken. Ja.
Oh, eine Menge. Das waren von Franzi, von Sassi und von Suki die 15 Starter. 45, sagst du. Ja. Gut. Habe ich gekauft. Sehr gut. Und wir haben immer noch Geld. Ja, um einiges. Du kannst auch noch mehr Sachen kaufen. Wir haben unten noch genug Feldfläche. Ja, nee, das werden wir jetzt nicht verpflanzen, wenn der Kaffee dann fertig ist und dann... Na, Kaffee mache ich erstmal auf das große Feld, aber... Ich kaufe jetzt nicht noch mehr, das passt okay. Schon. Dann nicht. Wir können am Anfang vom Sommer das ordentlich vollknallen. Mit, Cranberries? Blueberries sind es im Sommer. Blueberries. Ja, die können wir dann am Anfang des Sommers kaufen, einzeln dann. Das passt schon. Hast du nicht aufs Geld geguckt, ob es sich gelohnt hat, jetzt sowas zu verkaufen und wieder neu zu kaufen? Hätte man gucken können, ja. Aber ich habe halt auch 10 Pastinaken rausgenommen gehabt. Mhm. Also wahrscheinlich hat es sich jetzt erstmal nicht gelohnt. Sollte eigentlich sich gelohnt haben, wenn du Gold- und Silberqualität verkauft hast. So, du kannst schon wieder Käse und Mayonnaise holen. Wenn du möchtest. Ja, lass es da liegen, das können wir dann im Gesamten verkaufen. Hey, ein. Mach die Katze. Über Mani, die Kleine mit den Kühen. Cool. Cool, cool. Ja, das Bild ist irgendwie einfach nur da. Es existiert einfach. So. Traveling Merchant. Gucken, ob er was Tolles hat. Einen Rare Seed hat sie auf jeden Fall. Naja, vielleicht hat sie mir was anderes. Würde mich nicht wundern, wenn das reingepatcht wurde, dass sie da was anderes hat. Das wäre schon witzig, ja. Wenn ich von euch trinken muss ich das jetzt nicht. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich kaufe mal den Rare Seed. Oh, wie kommt's, dass sie einen Rare Seed hatte? Hat sie nicht jedes Mal einen Rare Seed mit? Stimmt, im Frühjahr und im Sommer hat sie jedes Mal einen Rare Seed. Okay, ja. Nur so gefragt, ne? Sei doch ruhig. Sehr gut, dass du recht hast. Das ist halt das Problem, wenn man mit Leuten diskutieren will. Ist ja schön und gut, aber wenn sie dann halt auch noch recht haben. Ich gebe jetzt Geld aus und verbessere meine Hacke. Oder wollt ihr eure Hacken verbessern? Ja, aber das hat doch Zeit bis zum nächsten, bis zur ersten Ernte, richtigen Ernte. Gut, dann verbessere ich jetzt erstmal meine Hacke. Also, wir werden sie halt nicht brauchen bis dahin. Na, zwischendurch die Felder, die jetzt halt weggehen, wenn ich ja, Kaffee bohne. Ja, auch nicht so viel. Eben, deswegen reicht's, wenn ich meine verbessere. Ja, mach doch. Und dann habe ich sie schon mal verbessert. Ich will auch mal ganz viel Geld ausgeben, was ich nicht verdient habe. Ich will endlich einen großen Rucksack. Hä? Marvi hat dich doch gefragt, ob du das schon hast. Ja, und sie hat gesagt, sie hat die zweite Stufe. Das heißt, den mittleren. Nur einen Rucksack gekauft. Okay, für mich wäre das die erste Stufe gewesen. So hörst du zu. Na, für mich ist halt Standard, erste Stufe, zweite Stufe. Für mich ist das Standard die erste Stufe. Ja, das wusste ich nicht. Das ist wie die Leute, die sagen, man wohnt im ersten Stock oder im zweiten oder wie auch immer. Goldbarren über den Kamin, ja, okay. Kent will einen Goldbarren über den Kamin hängen, dieses Dekadente. Wir brauchen einen Hering für den Salat. Na gut, aber Heringssalat finde ich noch sinnvoller als einen Goldbarren über dem Kamin. Naja, aber besser so rum als andersrum. Ich meine, hier Goldbarren für einen Salat und einen Hering über einen Kamin. Ich dachte, er würde sich den Kamin über den Goldbarren hängen. Das wäre natürlich auch witzig. So, wir haben genug Goldbarren. Krieg da. Ey, kannst du mir einen Kamin bringen? Ich will nur meinen Goldbarren drüber hängen. Das ist dann die nächste Quest. Ich brauche einen Kamin und für meinen Goldbarren, für meinen Kamin. Brauchen wir noch irgendwie Zwergenräume? Nee. Ich fange schon wieder an, Rare-Items zu finden. Dwarvish Scroll 4?
3 habe ich gekriegt gerade. Okay. So, gucken wir mal, welche Dings ihr heute verkauft. Tapeten. Die blaue. Nee, die blaue brauchen wir nicht. Die ist einfach nur blau, die Tapete. Aber was kann sie? Sie leuchtet blau. Ich freue mich schon. Wir sollten vielleicht wirklich auf den Katalog zusammensparen. Dann können wir nämlich ja, einiges... Lass uns die Blumenkohlköpfe verkaufen, dann kannst du den Katalog kaufen. Ja, weil mit dem besten Schwert wäre schon ganz gut, wenn wir uns das alle glitschen können. Nee, wir kaufen uns das ja. Wir kaufen uns das ja. Du glitschst es dir. Ja, wir können es auch an alle glitschen. Ja, weil es dann nichts kosten würde, aber... Was? Das kostet doch nichts. Vielleicht finde ich bis dahin auch noch 3 Prismatic Shards. Also nicht. Na und wir können uns dann ein Dinosaurier-Ei glitschen. Na Mensch, das bringt uns viel, wenn ich den ganzen Stall mit Kaninchen voll machen möchte. Da wird ein Dinosaurier reinkommen. Und wenn wir die Tapete einfach im Museum abgeben müssen. Und dann? Na, dann haben wir da auch einen Dinosaurier drin. Also, einen Tapetosaurier. Das wäre ganz witzig, wenn dann tatsächlich die Tapete liegen würde. Das stimmt. Und Gunther einfach zu dumm ist, das mitzukriegen. Wir haben dir ein Dinosaurier-Ei gebastelt aus Tapete. Das Ei von einem Tapetosaurier, genau. Eben, Tapetosaurus Rex. Der König der Tapetosaurier. Ich glaube, Suki ist dezent amüsiert. Ich finde, darüber sollte man einen Comic drüber machen, dann über die Comic. Über den Tapetosaurus Rex? Tapetosaurus Rex, ja. Ich meine, Twitter ist sowieso überschwemmt, beziehungsweise ist überschwemmt mit solchen lustigen Stardew Valley Comics. Sowas und die prismatische Tapete. Ja. Moment, kannst du dann aus der Tapete einen E-Ring bauen? Du brauchst Gold, Iridium und ein Stück Tapete, um das Ganze zusammenzuhalten. 5 Iridium Bahnen und ein Stück Tapete. Klingt doch gut. Ja. Ich gehe schlafen. Ist schon so spät. 19:20 und wir haben nichts mehr zu tun. Ja, diese Leute, die so wenig zu tun haben. Ich hätte auch gern weniger zu tun. Ich habe schon wieder so ein komischer Ansage gekriegt mit Richtungsangaben. Na, dann geh doch mal dahin und mach die. Morgen. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Schleims noch umbringen, weil das sind alle Schleims. Ich habe nichts gegen Schleims, die sollen mich nur lieb haben, also muss ich ihnen das Schwert ins Gesicht drücken. So schließt man keine Freundschaften. Wenn ich Leuten Fische ins Gesicht halten kann, dann kann ich das auch. Ja, nur. Leuten Fische ins Gesicht halten, das ist was anderes, als ihnen Schwerter ins Gesicht drücken. Naja. Sowas tötet Menschen. Oh, Moment, wenn ich Schwert ins Gesicht drücke, tötet es Menschen? Ja, das tötet das Menschen. Das wusste ich nicht. Das. Das hast du nicht gewusst, oder? Nee, das ist neu. Ich könnte eine Bombe zünden. Zünde die Bombe! Die Frage ist, ist die Bombe jetzt explodiert, während ich aus dem Bild rausgegangen bin, oder liegt jetzt direkt, wenn man rechts auf der Farm geht, eine Bombe, die gerade noch gezündet ist? Eigentlich sollte die explodieren, aber... Weißt du was, gehe ich jetzt nachgucken. Es ist 21:20 Uhr, was sollte ich Besseres tun, als nachzuschauen? Bitte springt euch nicht in die Luft. Die Bombe ist weg, aber sie hat hier ein bisschen Boden weggerissen. Ach, schade. Ich hätte es so gefallen, wenn du dich jetzt in Luft gejagt hättest. Wir können jetzt nicht mehr in die Stadt rein, da ist jetzt ein Riesenloch. Oh, naja, passiert. So ein Mist. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Morgen wird so ein schöner Tag. La 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 la. Warum singe ich mit? Boah, Mafi. So. Schlafenszeit. Schlafenszeit, ja. Tut.
Gut. Ja, das muss ich hier mal hier bei mir beim, beim echten Zimmer auch mal so bauen. Ich kann jetzt übrigens Spinnenräder bauen. Sehr gut. Wuhu, anderes hat 5000 gebracht. Oh nein. Ah, die Schatzkiste. Nicht auf OK klicken. Nicht auf OK klicken. Nicht auf OK klicken. Wer nicht auf OK klicken? Ich nicht? Ach doch, auf OK klicken, oder? Hey, nein, es ist der zweite Tag. Das war's für heute. Ich wollte nur ganz kurz gucken, wie viel wir heute gemacht haben durch verschiedene Sachen. Irgendjemand hat einen Diamant verkauft. Ja, ich glaube ich nicht. Obwohl wir eigentlich sparen wollten, aber okay. Wir tun nicht. Nasuki, wir hatten überlegt, die zu sparen, weil irgendwann werde ich mich umskillen, wahrscheinlich jetzt bald, und dann den Diamantenpreis hochtreiben auf 920 oder so. Oh, von 57. Ja, aber Nasuki kriegt ja noch genug Geld ran, um das wieder auszugleichen, was sie gemacht hat. Das ist nicht so schlimm. Ja. Wir haben trotzdem Geld gemacht. Und mit dieser Bilanz von 7230 war es das für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Tschüss. Ciao.